So, dann müsste irgendwo hier in der Ecke. Ach ja, hier. Technik. Ja, ich pack die mal damit rein. Oder habe ich da eine eigene Kiste? Aber einiges an Rotstein, ja, okay. Nee, habe ich nicht, so wie es aussieht. Ja, okay, das ist gut. Dann lasse ich die da. So, das Inventar ist leer, das heißt, wir können uns jetzt direkt zur U-Bahn wieder runter teleportieren. Das da kann ich eigentlich wegnehmen. Ja, genau, braucht man nicht mehr. So, was haben wir da drin? Aha, Steinzeuzel und anderes. Ja, da auch. Da war sowieso Gerümpel, okay. Ach nee, dann lasse ich das einfach. Das kann ich ja nach der Aufnahme auch wegräumen. So, ja genau. Das mache ich dann nach der Aufnahme. Das ist jetzt so nicht mehr interessant. Dann muss ich halt da nochmal zurück. Diese vier Kisten wegräumen. Wir sind hier sowieso fertig. Gut, ja, dann werden wir jetzt die letzte Folge damit verbringen, zum Wüstenhabitat zu gehen. Da habe ich nichts weiter mehr drin. Okay, gut. Dann werden wir das machen. Wo haben wir das denn? Da. Jetzt muss ich nur schauen, wo wir da weitermachen müssen. Irgendwo da unten war das doch. Ja, gut. Gehen wir mal nach unten. Achso, nee, ich brauche auch noch Sachen aus der Kiste. Da, die ist leer. Oh, ja, was brauche ich da jetzt? Weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal was mit. Sand? Nö, erstmal nicht. Ey, ich kann einfach alles mitnehmen. Ich klappe ja die erstmal nicht. So, ein bisschen was muss ich auslagern. Ich lagere mal den Glattstein hier aus, obwohl ich eigentlich besser was anderes auslagere, aber egal, kann ich immer noch machen. Jetzt gehen wir erstmal nach unten. Da ist ja schon alles fertig. Ah, guck an. Ja, ich sehe das Skelett da oben. Ah, wir müssen noch die Wände schöner machen. Okay, aber ausgeschachtet sollte das alles sein. Gut, dann schauen wir doch mal. Hier oder... Kommt da jetzt was? Nö. So, das passt auch soweit. Da um die Mauer müssen wir uns dann noch kümmern. Da haben wir ein bisschen Kies. Das passt soweit. Ja, die Spinne ist über mir. Ich habe die schon gehört, aber solange du da oben bleibst, ist mir das auch egal. So, das sieht gut aus hier. Das sieht ein bisschen dunkel aus, aber ist nicht relevant. Oder Erde. Und dann ist hier was. Also wir werden jetzt hier erstmal noch schöner machen alles und dann die Mauer ziehen und dann... Achso, ja, ja, doch, da vorne diese... Die Außenbegrenzung ja auch noch, die Außenmauer dann. Und dann als nächstes geht's an die Treppe. Oder die Treppen, es werden ja mehrere. Boah, das passt so. Okay, das sieht soweit gut aus. Ja, was brauchen wir jetzt hier für eine Farbe? Ich glaube, das ist hellblau. Ja, das sieht gut aus. Dann kommt jetzt mal hier Glattstein rein. So, dann haben wir das dicht hier. Ah ja, da ist die Säule. Okay, gut, ich mache jetzt den mal weg, weil mich das sonst nur stört. Ah, die Spinne ist hier unten jetzt. Die kam irgendwie da runter. Na gut. Oh doch, das sieht schon richtig aus. Ich habe mir eigentlich auch überlegt, dass ich da oben noch ganz zuziehe. Eine Reihe und das wird die Klappen nur also eins hoch machen. Die Fenster kriegen dann nur eine Höhe von 1. Aber das können wir immer noch machen. So, jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Das müsste das mit dem Grünen sein.
Nee, das ist definitiv nicht gelungen. Okay. Das ist da drüben. Okay, dann ist es hellblau. Türkis. Türkis ist es dann. Ja, genau, das ist Türkis. Oh, da habe ich ja noch Eisenerz. Oh, das habe ich übersehen. Oh nein, jetzt habe ich den da eingesetzt. Was habe ich denn eigentlich? Ja, doch, das ist richtig. Ist ja keine Kohle. Das bleibt als Erz dann da. Ja. So, Türkis brauchen wir. Ah, nee, habe ich sowieso. Hier. Naja, doch, das passt schon. Das ist richtig. So, also dann hier. Ja, doch, das ist richtig. Ich muss da ausfüllen. Ja, das passt aber so. Dann kann ich jetzt von der Seite aus das rumziehen. So, da sind wir angekommen. Jetzt mache ich doch erst die Außenmauer. Ja, das macht ja nichts. So, dann haben wir hier dunkelblau. Ja, das ist definitiv dunkelblau. Und dann brauchen wir noch eine Menge Sandstein. Und ja, müssen wir sehen, wie viel Sandstein noch da ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Ja, der Rest sollte passen hier. So, dann haben wir... Ach, da muss ich ja noch was machen. Da war ja noch was. Das ist jetzt, Ach ja, grün, genau, grün war das ja. Nee, das ist nicht grün. So. Ach ja, da ist die Leiter. Gut, das mit der Leiter... Nee, der ist zu viel. Das mit der Leiter lasse ich mal. Lasse ich die Lücke einfach. Habe ich die? Ja, habe ich da auch. Ja, also die kommt ja weg. Machen wir aber irgendwann später. So, ja, der ist zu viel hier. So, gut. Und aber das hier will ich auch weg haben. Zumindest zum Großteil. Da in den Ecken. So, die Frage, wie ich das jetzt am besten machen kann. Ich versuche es mal hier mit der großen Spitzhacke. Ja, hier kann ich die einsetzen. Und dann mal dort, hier so und na, dann so hier, genau. Oh, da komme ich jetzt nicht hin. Moment. Und da vorne? Ja, okay. Nein, ich wollte doch nicht runterspringen. Beziehungsweise runterfallen. Ja gut, egal. Ne, Moment mal, ich muss da weggehen, nicht, dass ich dann noch tiefer runterfalle. So, jetzt bin ich hier, so weit unten, wo ich gar nicht hin will. Und es ist ziemlich dunkel. Wie komme ich da so am dümmsten hoch? Mit teleportieren? Ja, ich teleportiere mich hoch. So, jetzt bin ich wieder hier ganz oben. Ja, ich kann aber mal schauen. Ja, jetzt haben wir schon die Ecken angefangen, dann machen wir jetzt die auch weiter. Bevor wir dann die Innenmauer machen. So, also hier... Genau, da habe ich das ja weggemacht. Okay, dann schaue ich mal nach da hinten. Ja, doch, da ist einiges. Oh ja, da ist sogar ziemlich viel. So, jetzt nur nicht runterfallen hier. Hey, das...
Nö, das geht nicht. Ich muss näher hin. So, okay. Ja, dann so. Ja, ich nehme mal das hier. Okay, dann... Na, da falle ich doch wieder runter. Na, das wollte ich doch nicht. Aber okay. Egal, müssen wir das halt nochmal machen. Mit dem Rumteleportieren. Was ist mit dir los? Geh doch weg. Na, die will ich aber auch weg haben. Oh, es wird ja wieder. Es wird wieder morgen. Die Nacht geht zu Ende. Ja, okay. Das soll erstmal genügen hier. Ja, dann teleportiere ich mich wieder hoch und... Oh, guck mal, was da ist. Ein weißes Skelett. Also ein... Ich meine, das auch so hell angezogen ist. Na, das ist... Das sieht man nicht häufig. Aber okay, gut. Ich teleportiere mich wieder nach oben. Jetzt muss ich schauen, in welche Ecke ich muss. Glaube ich, in diese da vorne. Genau, da und dort hinten. Das sollten wir jetzt noch in der Folge hier hinkriegen, beziehungsweise in dieser Aufnahme. Und dann können wir in der nächsten die Innenwand ziehen. Ja, und dann mit... Ach so, ja, und dann kommen die Treppen. Ja, genau, genau. Ja, das passt so. Ja, das passt auch erstmal. So, als wenn ich hier stehe, sollte mir nichts passieren. So, aber ich muss da... Ja, wie jetzt? So. Und so, meinetwegen. Ach so, aber hier falle ich dann doch runter. Na gut, dann mache ich das eben einfach mal von da aus. Ja, so. Ja, gut. Soll mal genügen. Dann teleportiere ich mich wieder nach oben. Dahin. Und dann laufen wir in die letzte Ecke und machen das dann noch. Ja doch, Zeit haben wir noch. Ich kann ja auch dann auch mal gleich noch schauen, wie viel Sandstein ich da habe. Denn für die Zwischenmauern auch, aber für die Innenwand brauche ich ja dann Sandstein. Das hier, das ist die Außenwand. Das hier, der Raum hier, das ist ja natürlich außen. So, halt, Moment, hier ist ja schon die Ecke, wo ich hin wollte. Ich will nur eben was essen. Da ist auch noch so viel Sand. Irgendwie stört mich der Sand hier. Na gut, der wird aber da bleiben. Ich habe keine Lust, ihn wegzumachen. Ist halt ein Relikt von der Entstehungsgeschichte des Ganzen hier. Na okay, passt so. Aber hier... Das sollte schon weg. Nein, jetzt fällt da runter. Moment. So, okay. Was machen wir mit dem Sand hier? Geht das auch? Nö. Na gut, machen wir es so. Es könnte sein, dass der Sand sogar herunterfällt. Soll mir auch recht sein. Da muss ich den nicht von Hand wegmachen. Nö. So, da ging noch was. Wie sieht es jetzt hier aus? Ja gut, ich springe mal da runter. Und, oh, das ist ein Hohlraum. Oh, was denn? Ja, Moment. Jetzt haut die drauf. Okay, gut. Das ging ja schnell. Habe ich jetzt einen Effekt irgendwo... nö. Müsste ja eigentlich hier irgendwo stehen. Ne, habe ich nicht. Okay, gut. Dann bin ich zufrieden. Ah,
ich, hier muss noch mehr weg. Und hier noch mehr. Okay, gut. Noch mehr. Moment, langsam. Nicht runterfallen. So, jetzt das hier. Ja, das sieht ansonsten hier schon mal ganz gut aus. Ja, das lasse ich so. Ja, okay, dann teleportiere ich mich wieder nach oben. Und dann machen wir noch ein bisschen Inventur. Da habe ich nur Sand. Okay. Ah, da, also da ist ein bisschen Sandstein. Ich kann ja mal... Genau, ich trenne das jetzt mal. Ich mache mal hier die ganzen Tonsachen hin. So, und das Steinzeug da rein und Sandstein auch. Ah, da ist noch mehr. Oh. Oh, da auch. Okay. So, Glattstein. Und dann hier das da. Ja, und den Rest nehme ich mit. Hier Sand war noch da. Der Sand kann dahin. Ja, dann bringe ich jetzt das zum Dings, zum Lager. Ich kann hier schon mal wieder ein bisschen umbauen. So, und dann werden wir gleich Schluss machen, aber eben noch zurück ins Lager. Und ich darf nicht vergessen, ich muss gleich noch runter dann in die U-Bahn und da die Kisten wegräumen. So, ja, das kann ich ja alles in einem Rutsch machen. Ja, genau, das ist sinnvoll. Okay, dann werde ich mich jetzt gleich verabschieden, liebe Leute. Ja, doch, passt so. So, nochmal in aller Form. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da werden wir dann auch wieder da im Wüstenhabitat weitermachen. Ja, mit der Innenmauer. Und dann kommen die Treppen. Oh, das wird noch interessant, wie das aussehen wird. Und das weiß ich nämlich selbst noch nicht so genau. Naja, wir werden sehen. Also bis dahin, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.